Es geht jetzt los. Viel Spaß. Jo! Guten Abend, St. Wendel! Guten Abend! Dankeschön. Und da freuen wir uns, wenn es heute Abend wieder heißt, aus der Domstadt Köln, Bab Adler! Immer wenn wir drehen die Lampe und ich schick, passiert das selbe. Bin die nächste Zeit bei mir, hab mich schon lange darauf gefreut, uns wieder Wurzeln zu schlagen. Nicht das Stress, hab wieder wohl, ich will mich hochwärmen mit dir. Ich hab mich ruhig in Räumen, ich hab mich in Ruhe. Du bist hier, bleibe klar, du bist der beste Mord. Du bist nicht statisch, nicht auf Staatsen. Du bist Mensch und du bist Stelle. Die uns erinnern im Grund, wer an dem Herzen war zu sehen. Du bist Gesichter, junge Adelöf, bist du immer hässlich Straßen. Bei mir sind dann alle Strecken, die ich erlebe, sie gespielt. Du hast mich ausgebracht. Du hast mich ausgespeult. Ich hab mich auf die Nadel. Hat ich nie gewollt. Statt im Niemandsland von Preußen auf der Polen auf der Schwert. Zwei Mordotent Jaume Tresen dann und wandert so ihr Leben. Egozentrisch alt, Kompliment, du süchst dich selbst verliebt. Gerade so, als ob du wirklich für dich hetzt. Mit Dingen Pump und Kaisers Gnade. Dinger Altstadt, die du durch die Schuss vom Kopf hältst. Treu auflöst, jedem Stern sind auf dem Metz. Gar kriegst du noch clever. Du denkst, ob man mal jetzt. Jetzt so, dass jeder hilft. So wie du dich auch fetzt. Statt in Niemandsland von Preußen eure Polen auf der Schwert. Zwei Mordosen, Jaume Tresen dann und wandert so ihr Leben. Kennlichkeit verstümmelt, die Jambons ran schwebt. Ostermann an Elberhöck bereits. Wasch mit der dicke Truppe wegen, wirst du steg und weg am Blühen. Wenn ich schon hart mit anzusehen, wenn du im Weltstadt der Bemüht bist, hörst du dich um wie oben, da war die Seelos mehr. Du hast dich schwer behoben, die Lächeln wird gequält. Löf mir ein Mensch, wenn ich so der Lied sag. Da ist die Schiena, die schon dient, wenn's groß und klein. Doch wenn ich an mein Heimat denk, rebelliert ihr bei mir mal. Wenn ich auf Stromlinie abführe, führ ich anderswo daheim. Du hast mich ausgebracht. Du hast mich ausgespollt.
brain on fire. I start not even worried. Shot at me, my spot for the poison. Over and over and on, texture. Time all those and jobbers. I don't mind, but so yeah, yeah. Ma la madre, ma la faccia da potere.
Ich sehe, obwohl geblendet, einige Bekannte. Der nette junge Mann und seine Kollegen, die mit auf der Odessa-Tour waren. Hallo? Und wo bist du denn hin? Also. Leute, es ist bewundernswert, dass ihr so lange ausgehalten habt, den ganzen Namen darüber, zwar sehr heiß, dass ihr immer noch so drauf seid, das ist unglaublich. Also wenn ihr ein bisschen Zeit habt, wir haben welche. Okay. Wir machen jetzt weiter mit einem Stück, das wir einem winzigen mittelamerikanischen Land widmen möchten, das jetzt seit 10 Jahren Somoza-frei ist. Und darüber wurde hier eigentlich nicht so furchtbar viel berichtet bislang. Man hat sich hier darauf verlegt, sich mehr zu freuen, dass man 40 Jahre Grundgesetz hat. Wir gratulieren Nicaragua zum 10-jährigen Freiheitsbestehen. Okay. Sanino! Sanino!
Wir ziehen dann nur als Westerland. Oder hin. San Nino, in meine Gebäude. Ich kann dir das doch endlich lang. Von uns, dieses Stück ist von Peter Gabriel. Und das Stück heute spielen, was seit zwei Tagen dieser mörderische Krieg in Angola zu Ende zu sein scheint. Ein Stück über einen südafrikanischen Freiheitskämpfer, den man im Laufe der Verhöre zu Tode gefordert hat. Das Stück heißt Biko, ein Stück über Stephen Biko. Macho, the man is strong.
Mit der nächsten Nummer sind wir wieder zurück in diesem unserem Lande. An der Stich für Kameras posiere, den wenn ich eiskalt. Ihr Trauer, die tot geboren, als Kühlprotokoll. Fünf Festbanken absolvieren, ich weiß, was die soll. Marschmusik, Schwarz-Rot, Jod im Wind. Und blatteste Spur sparat, hör auf für die Blind. Aber wir Jahr hat's kurz gebracht, für Demoskopiert. Wir stehen in hohe Begraben, demokratisch kaschiert. An Männer, oder bin ich nette an Männer? Pathetisch werd am Saft. Im Spiele Theater durch Schweden mangels Talente, konfus mit Erdteile jongliert in Rolle von Staatspräsidenten. Die Arten, die mit geladen Pistolen neugierig hantieren, dürfen vier Sterne Clowns ihrer Kita als Spielzeug. Jetzt zu den Liebesliedern. Zunächst mal was zum Eingewöhnen, was Schnelleres. Okay, die. We'll be right back.
fing wie immer der Grund, an dem zu tun. Ich bin ein großer Mann. Stattdessen fress ich in die Schritten von meiner Karte und sag, wo ich uns bedenke. Ich darf mir fließen, was er wieder hin. Ja, sag nicht, weil ich mich nicht gern selbst kränke. Denk hin und her, und ich fühl mich schon endlich leer. Ihr blaues Lindenlichtspiegel oder zwei. Du bist schon schaust, wo man Jocke zählt. Weil du den Angab bist, der Schlüssel hat, der mich von mir befreit. Nimm mich mit, einfach mit. Irgendwo hin, wohin weiß ich nicht. Nimm mich mit, nimm mich mit. Zeigst du mir, falls er dann Richtung geht. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Weg von dir ist der Stand, ich marsche mich. Die Böde aus Dorf auf ihren Ohren. Und wer von das Land da steht, wo die Fahnen wann es losgeht. Und auf der Stadtlöcher, die hat lange gerade sind, wo ich bin Rock und bin Ledersee. Nimm mich mit, einfach mit. Irgendwo hin, wohin weiß ich nicht. Nimm mich mit, nimm mich mit. Zählst du mir, falls er in Richtung geht. Nimm mich mit, nimm mich mit.
serein. Sing eure Hymne, ganz an Zeit und Mann. Obacht im Dschungel, quer durch all Kontinent, im Jeep im Wüstenschiff. Mit Zeppeline oder im U-Boot, wenn's den Mord. So ja, mit Kavallerie, wenn ihr dann sehen, eine Peacefling Jane bedroht. Platz an oder Kante, sämtliche Tricks. Durchstoßen hilft ja nur, siehe sonst nichts. Doch wie um Amazon hilft der Flur und der Verlockte, wo steht. Stell dir den Abgehob, kennt ihr Gott schon, dass ihr eure Lippen seht. Bis nächste Woche, ja, die Sterne singen wohl so schnell. Ich die Spannung will, wenn uns schon aus der Ewig geht. Vom Zelt zum Wolf, ja, wie schwer sie der Pult versteht. Ja, wie lange im Rennen steht. Bis nächste Woche. Wasser? War doch froh, dass es nicht regnet, oder? Erkennen Sie die Melodie?
vliegt er zo in mijn pedapad. Ben er leuk in 20, dan is er een chance te winnen. Maar eerlijk gezegd, ik kijk in en een loods en kwam er zo. Het staat wel zwaar zijn. Anna, Anna, wil je sneller? Anna, Anna. Je hebt weer heimlich geübt, hè? Montags bist du der Peter, Dienstags bist du der Puff, Mittwochs träumst du dich froh, Donnerstag stirbst du so, Freitags ist der Gefleisch, Sabbat erwitzt du nie, doch Spaß der Power für Sonntags. Anna Marie, Anna, Anna, dreh die Schnee, Anna, Anna. Wer übt, fällt seinen Kollegen in den Rücken. Oder Anachronismus, das ist eine komische Frau. Den Janus kommt Stigma, und das weißt du genau. Du willst Priesterin, Hexe, zur Lehre und Stier. Und wenn du ja nie wie du sprichst, weißt du vor uns vor mir. Anna, Anna, Friedrich Schnitte. Anna, Anna. Jawohl, und als Belohnung gibt's heute ausnahmsweise an den Keyboards ey, Benny Büschel aus Kairo. Ich bin der Winger, heute freue ich mich.
unbeschreiblich auf dich. Ja, und ich freu mich wirklich auf dich. Ja, ich freu mich tierisch auf dich. Thank you.
wäre Deutschland wach. Thank you.
man soll gar nichts gegen den Herrn da oben sagen. Es geht eigentlich mehr um das miserable Bodenpersonal dieses Herrn. Hey, ein Stück ist Vater. Thank you.
Danke! Schwabrücker! Karl-Auf Köln! Jürgen Zoller! Mit der nächsten Nummer greifen wir ganz, 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 ganz tief in unsere Antiquitätenkiste. Die erste Nummer auf Kölsch, meinerseits. Absolutes Muss.
und mit dem kleinen Schorsch und Rumpflub Robinson. Julia sprach, ich mach mich schnell mal frisch zu Romeo, der längst schon um am Tisch war und vom letzten Jahr in Thailand am Gröbe war. Vom linke Heck gibt ein winzig Spende, wollt ihr zaubert Bingos Korb und Lände. Time is cash, time is money. Bis Juni, ja, der Heu föhnt, Schneewittchen, Leige, Prinzip, Deck und Stöhn. Sag mal, wer ist denn ich?
dass wir unsere UdSSR-Tour zum ersten Mal gespielt haben, als wir in Volgograd im ehemaligen Stalingrad waren. Und zwar war das Folgendes: Man hatte soeben den 1 Millionsten Einwohner Volgograds bekommen und in der Sowjetunion bekommt man ab 1 Million Einwohnern eine U-Bahn. Und da haben wir herzlich gratuliert mit dem Stück einer befreundeten Kölner Combo, ein Stück von der Blackfirst, welches da heißt Kinder, 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 was so viel heißt wie Benz, Benz, Benz. Dann spielen wir hier hoch. Sagt Ben, du dürftest noch ein bisschen dauern bis zur U-Bahn, würde ich sagen, oder? Spielen wir im Haus oder auch im Keller, denn das ganze Jahr immer Rhythmet. Ob man sich nur zängt oder lässt, der ist schade, Günther Jatz bestimmt, den er der seht. Im Park in der Grünanlage, schmieße dicke Steine in der inneren Wohnung. Ja, da brauchen wir ja nicht lang zu baden, oder könnt von Bobbe wieder die Stimmen. Mit jedem Arbeitsplatz Erhaltung in der Rüstung.
voor de kiet verhongert. En je volgt alles. Dat was Kriegsminister jetzt, Verteidigungsminister nicht. Dat waren wohl wirklich schon doof. Die Nordwestik ist lang vorbei. Dat is die Bündnistik und zwar die Bombenkrieg Nummer 3. Wir werden tatsächlich an den Angriff. Denn dan werd ik so bornieren. Dat die Nummer mit dem gleichen Weg. Wenn eens wat funktioniert, sind wir am losen Leppingen. In meiner Macht und der Regier. Hey, der ist ein Passradi, bei wen ist die Stamme in Tarsus-Radi. Schlacht an der Mahne, was mit Leier aus dem Mann. Die Bomber erst haben verschwunden, was mit Feuer und Garnika. Sind die Massaker wohl eng und Kabrinka bis Warschau. Ich kenn vor allem zwar noch Bilder, doch die kenn ich ganz genau. Ah ja, die See, wo mein Freund stirbt, da war von drei Wünsche die Rede. Ob 2070 ein bloß Nächste in Erfüllung geht. Was mir wünscht, wo der Welt. Schuld ist wieder weiter hoch, hier drin daheim, wo wir In letzter Zeit werden wir immer öfter gefragt, ob wir nicht mal ein Stück zum Thema Republikaner schreiben wollen. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir dieses Stück schon mal geschrieben haben, dass man aber mit Liedtexten allein gegen Neonazis nichts oder nur sehr wenig ausrichten kann. Dieses hier. Laut, manchmal klärt Vertrauen, selten so, dann mal direkt durchschaut. David Bach rief die Ohren und sieht
in einem Bild zwischen Bragel und Bosch. Käme ich sterben, sie reden hier dir. Weil eine Warnung nur hast du für Goss, wird ruhig Nordrastana. In der Ruhe, für den Sturm war das Dach. Ganz kam heimlich, verlöst war die Stadt. Und Ration, inkognito, hast den vorbei. Offiziell sind die Ninja dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali und grenzenlos geil. Nur Vergeltung wird zitternd verneint in der Kristana. War dann das Schwimmen, im Strom schwimmen, wie sich gehört. Für die Schwule, Verbrecher sind Ausländer, Aussatz in Bruch und Höhe, das hat verführt. Und man rettet gegen Kavallerie, keine Zorn kümmert sich dort dran. Der bis höchstens der Zelle in der Schnee und wird laden, verlässt sich Gede. Na und? In der Kirche mit der Franz Kafkauer ohne Säge, mit Strichen drauf nur fließt ne Blinde in Taube, Schubel Peter für Inger Dreifach vor ihrer Tür. Und er wäscht an den Schlüssel und hält sich im Ernst für jetzt wie ein Genie, weil er Auswege pulverisiert und vom Köln in Klaustrophobie. Elektrostana! Der Chef und Marplatz Lynch und maskiert Höck mit Mauer, ihr seht. Sammelt Stich, liebe Knetz, ob die die schon verbessert. Ob der Lynch mal verdünkst ihr ich. Und zum Laden noch flüchtig verbannt. Die Galeere ist schon längst um Adam. Will dem Abend auf Sklaven die Wart. Ob der Schrott aus dem ungleichen Kampf, wo ist der Kristalla? Da wohnt David für alles erhält. Auf mein Mädchen von Rieb oder Quell. Da wo Hinger macht Jellis, wo stark sind die Welt ist, von Kusche und Stramm schon entstellt. Wo man Hymnen und Kram so ja blöd, in barbarischer Kinderprophet. Hör sie an und kreuz sich die Welt, wenn wir in den Bordlappen sieht. We'll be right back.
bist du immer noch dafür. Wegen dem Scherbel, der du jahrelang verdrängt hast. Ja, für König reicht dafür, kannst du dich doch nur konzentriert. Und wenn er eins hier dir danke, wenn er nur auf einen Moment. Ja, für Rest der Blätter vom Kalender zählt sie jetzt schon lange weh. Die Zahl der Augenblicke dieser Fall ist, wenn es noch so. Doch bloß, ich werde die ab wieder suchen, chronische Melancholie. Und die Unfähigkeit dazu, sie wäre es mir mit der Buch. Das Ding an einer ungefahren Stelle, die Jürgen dadurch schmeckt, war einigermaßen okay war. Der Brief verstopft und der Trümmer nichts besonders zu stören. Bloß der Spätes aus die Pokerpartie mit 10 Astronomie mit Karte Hus. Sie brauchen Laufe für Begrüßung quer hin und her. Doch sie laufen für sich auf die Brot und für sich völlig leer. Du sollst nicht sehen, dass du nass wirst, hey. Also auf sich ihre Schlösser, jetzt schraubt drin den Schloss. Also auf dem Telefon ist Auto schwache, der am anderen Eck für sie. Oder ein Telegramm kam an, oder ein Brief von ihr mit der Post. Du wirst es spüren, wirst du berühren, ruf mich an. Was nie ich schwör, ich höre, dann lass es doch mal. Und der Träumer hat zwar nichts besonders zu stören. Bloß er spät uns, was die Pokerpartie mit Sinesse und wie. Mit Karte hoch, für die Woche lohnt und für groß und quer. Hin und her, was sie lohnt und für sich hoch gebrochen und für sich. Das war mal so, nichts besonders verstört. Bloß ein Spätes, was die Pokerpartie mit Sinas und wie hat gar geholt. Und das war mal so, thank you.
man nicht in mir rückt. Wir haben mich in sie eingestreut, mit großen Klasse auf dem Rücken. König plus Klatsch, richtig kitschig, doch das hat nicht verlangt. Alles was wir, ewig bin ich, von Stadt und Seelen fern. Jacke Nummer, doch ich esse, der Mann hat seine Wien. Dann bin ich drin gedacht und freu mich auch auf den, den ich schmied. Es soll dir ein Wurf auf Mann, es soll dir ein Wurf auf Mann. So wie du dorst, ist doch mal weh. Denn kann doch nur noch blendet die Hand. Ich bin allein, endlich. Doch was soll das jetzt? Ich bin allein. Endlich allein. Ich bin allein. Endlich. Doch was soll das jetzt? Ich bin allein. Thank you.
hintenrum rum. Eine blühte Mann, aus dem er mit dem er schwaden kann. Wie schon ohne Böchen, Cola, Dose. Zwischen Räder, Sport und Fläche, Bier. Bruder, Antwort und Rolle, Wachse. Was echt die Krönung, das sag ich dir. Hat er schon gehört, hat er dem Instinkt. Der Brand ist pleite, hat er Sturm in ihr Zinn. Der fährt jetzt Taxi, sie ist hell des Tod. Der wird auch beim Audi, Andy, eh schon doof. Wir singen leider stehen im Container. Hat jetzt verrenkt, ist das scheiße, ja. So oder so bin ich für uns erinnert. Oh, mit viel, noch sentimental. In der Wäscherei stand Möbel, Esch und Tee. Bäckerei sind Weinstuhl, und jede drei. Und der ganze Ring ist ein Studentenkneif. Wo die hohe Riemer, auch das Gedicht. Und ein kleiner Stack in Sonne, Fahrt das Wittin. Und was für das Hochzug, mit der Presse und Karl. Und eben später ohne Gott im Wahn. Das soll da mal euch nicht bringen. Vorstand. Unser Fädel, keine Tür stehen fett. Keiner tötet unser Bütsche Arschab. So eben raus und interessiert auf nix. Kommen zu Saisonne Container. Kaputt und neu, dann passt die mir her. Modernisiere, ich sind wieder ne Schöne. Wahnsinn! Neuer
ich aber hin. Ganz unbedingt. Ja, welchen? Klösel, der Ohrring und das Fisch und alles hier. So sehen wir da mit Moyen, alle Morde noch so am Gewändel marschieren. Der Jelzin noch hat Herr Böhr noch blitzartig in Lederputz in der Stier. Auf jeden Fall noch so die Stare. Das Herr und Herr sich wirklich echt rentiert. Alexander. Sankt Wendel. Stadion jedet jetzt ab! Ganz unwahrscheinlich. Thank you.
Ich schlag um, wahrscheinlich stehe mit dir in der Waschsalon. Ich schlag um, wahrscheinlich stehe mit dir in der Waschsalon. Weil du erst eine volle Technik, von der ich nichts verstand. Ich mach den Ohren, den Griff und die Nase und den Versuch. Und ich kann ziehen, dass du den Finger spät und feiern um die Figur. Hinter die Verstorne bringe es wirklich einsam durch. Marine umsetzt in der Lade und die Regeln der Maschine entdeckt. Und hier aus dem Wald und in der Wald für den Fliegkraftcheck. Für so kann ich nur sagen, Frau, was hätte wohl war, ich bin perfekt. Nach deiner Bambo-Hilfe-Buchter-Test und selbstverständlich längst parat. Ich schon die Wechsel nur die Mittel, aber die fehlt aber mehr. Dann kann ich weg, weil wenn was hätte nicht gesehen, ich will es wirklich schaffen. Mehr schaff! Ich schon unwahrscheinlich stehe mit dir in der Waschsalon. Ich schon unwahrscheinlich stehe mit dir in der Waschsalon. Weil du es an der Wunde sitzt, und der ich nichts verstand. Ich wasch, weil du es an der Wunde bist und der ich nicht verstand. Ich war doch das warm, ist das Ding, der wird nicht mich verstehen. Ich bin verlust, wenn ich mal an der Wege, im Trockner Wege, je. Den Mangelwagen nehm ich um auf die Brühe, weil er krieg ich, steck ich in die Ringe, weil er kann das aber rein.
Wieso seid ihr eigentlich immer noch so fit? Wir waren den ganzen Tag in der Sonne. Müssen wir langsam schlafen gehen, oder? Verdammt lang her, da hatte ich Spaß, alles ernst zu haben. Verdammt lang her, hatte ich ein Jätschen Glück. Und dann die Zick, die dann das auf mich zukommt. Da gehör ich wohl zu mancher Haftstrangler. Nicht resignieren. Nur reicht nicht. Bis jetzt hat ich auch kapiert. Wer alles, wenn dir klappt, hinter dir her rennt. Die Schulter klopft, wenn ich nicht mehr hochfehle. Si j'en ai rot, se vede den gefund nennt. Und ich darf's doch ganz einfach ignorieren. Es ist lang her. Und wenn täuscht, es nehme ich uns. Verdammt lang her. Verdammt lang her. Verdammt lang her. Verdammt lang. Verdammt lang her. Ich weiß noch wie ich nur davon geträumt hab. Wovon ich nie wusste, wie ihr Türke soll. Für lauter Türke. Es fing glatt vor seinem Hand. Und überhaupt war ich wohl wegen wohl. Ne Kopf war nix, nur die Paar jetzt die überträgt. Und dort lang, bis du dich durchblickst. Wo ich noch nicht ins Becher. Noch nicht ins Dach. Ich hasse nicht ins Dach. Hey, von John Steinbeck, Dorsch und Joseph Gornhardt. Doch zwischen ich nur relativ schachmatt. Ist bei ihr her. Doch die Ehrenrund wenn nicht schwer. Ich geb mal für, als wenn ich jetzt dann wird. Verdammt lang her, verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Ich hätte wohl sagen,
Verdammt lang her, dass wir gesprochen haben. Und aus dem Ende, auch jetzt im anderen Angang. So lang, dass ich mich kaum entsinnen kann. Es wär's ein Glück, dass im Himmel und die Schwarz. Ich gönne dir, was hab ich gesagt? Nicht nur ihr sagt, Mann! Verdammt lang her, verdammt lang! Verdammt lang her! Verdammt lang her, verdammt lang! Verdammt lang her! Verdammt lang her, verdammt lang! Verdammt lang her! Verdammt lang her! Verstand hast total von der Rolle.
Boah, das Schlimmste war, als mir, wie du mich endlich registriert, entsetzlich klar wurde, dass es jetzt oder nie mit uns zwei passiert. Mensch, war ich nervös, als ich dir alles gesagt, hektisch und trotzdem erlöst, weil du mich nicht trägst. Und ich fühl mich interessiert es, weil der Stuss, der aus mir kam, weil der Lärm, der ich gebrannt hab, weil die Chance so plötzlich kam. Du kannst so, wie die Mann die Karte lädt, ein Schritt muss es sein. Blatt Papier und Bleistift, Gedanke bei dir, sitz ich am Fenster und höre in mich, krieg ich kaum mehr notiert, weil ich immer noch nicht traf, da wir uns tatsächlich an, und mir deshalb halt wie's mag, dass du wirklich zaubert hast. Das waren satte 5 Stunden Live-Musik aus dem Bosenbach-Stadion in St. Wendel. Und ich hoffe, es hat zu Hause wenigstens halb so viel Spaß gemacht wie uns hier vor Ort. Ich wünsche eine gute Nacht, sage Tschüss, aber noch nicht schlafen gehen, denn es gibt natürlich noch eine Zugabe von Bab.
Dankeschön. Also wir haben uns überlegt, wenn wir tatsächlich so lange spielen, wie wir jetzt anscheinend spielen, und es zu diesem Stück kommt, was wir als nächstes spielen wollen, dann geht das nicht, dass man einfach so tut, als wäre da nichts passiert. Wir sind vor 2 Jahren in China gewesen, haben eine wunderschöne Tournee gemacht, wir haben unheimlich tolle Leute kennengelernt, wir haben unheimlich viel Hoffnung mitgebracht aus China. Und das, was da passiert ist, vor ungefähr 3 Wochen jetzt, das kann man nicht kommentarlos geschehen lassen und dann einfach das Stück Shanghai Sheraton spielen. Ich lese hier, ich möchte die Resolution vorlesen, die die Deutsch-Chinesische Freundschaftsgesellschaft rausgebracht hat. Das ist die Gesellschaft, die damals unsere Tournee veranstaltet hat. Und dieser Resolution möchten wir uns anschließen. Durch das Massaker in Peking und anderen Städten Chinas wurden viele Hunderte oder wohl gar Tausende von Chinesen, die friedlich für mehr Demokratie und gegen Korruption demonstrierten, Opfer eines unmenschlichen und rücksichtslosen Regimes. Wir bewundern den Mut und die Standhaftigkeit, mit der die Studenten, Arbeiter und die ganze Bevölkerung Pekings sowie andere chinesische Städte für Freiheit, politische Mitbestimmung und eine saubere Verwaltung eintraten und ihr Leben dafür einsetzten. Wir verurteilen die Politiker, die den verbrecherischen Befehl gaben, friedliche Demonstranten zusammenzuschießen. Unsere Anteilnahme gilt den Opfern der Gewalt, unsere Solidarität und Freundschaft dem chinesischen Volk. Wir hoffen und wünschen, dass sich das Streben des chinesischen Volkes nach Freiheit, demokratischen Rechten und Selbstbestimmung seines politischen Schicksals bald erfüllt. Es wird sich auch durch Gewehre und Panzer nicht unterdrücken lassen. Es wird weiter leben und es wird siegen. Von damals und jetzt und von dann.
ob die Merslat hier schrumpf ist und bring die Straße in die Stadt. Shanghai, Shanghai, Sheraton. Ding auf Großkotzfassade aus Marmor, Glas und Beton. Shanghai, Klischeenstation, wo ich völlig verwirrt war, oh immer total Konfusion. Stell dich für türkene Himmel, versuch dir das, das ja nicht schwer. Und keiner lädt mit der Hölle Ruhe. Tja, wir wohnen's nur mit Sternen mehr. Stell dich in Welt von München Lücke. Trauma, wie das wird. Stell dich für ich hab keine Grenzen. Das ist wirklich simpel, sag ich es. Nichts, wo man killt oder stirbt für. Keine Religion, die uns belügt. Eine Welt voll Frieden, stolz im Hähnchen. Der keiner ihn für andere kriegt. Von mir aus nennt mich ruhig Träumer. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin. Doch jetzt, wenn ihr auch all mit anpackt, kann ich wieder. Stell dich für Besitz, wenn ich mir alles. Ich wüsste ja, ob er so jetzt könnt. Kein Grund mehr für Neid und Hunger. Jeder will jeden singen von. Stell dich bloß uns alle für und seh, wie das wird. Von mir aus nenn mich ruhig Träumer. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin. Doch jetzt, wenn ihr auch mal mit anpackt, kann die Welt ins Paradies ich sehen.
von mir aus nennt mich ruhig Träumer. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin. Doch jetzt, wenn ihr auch halb mit abpackt, kriege mir die Welt, hey, noch ein Sinn. Alle wieder schön fleißig arbeiten gehen. Wir nicht. Dieses hier ist ein Griff ganz tief in die Sternstunden der deutschen Schlagergeschichte. Ja. Das ist ein Stück. Bei Manuela wisst ihr alle, was gelaufen ist, oder wie? Ja? Manuela, sage ich nur. Die Manuela hatte damals ein Stück zur Schuldfrage. Wer war schuld? Natürlich der Bossa Nova. Klar. Als die kleine Jane gerade 18 war, führte sie der Jim in die Dancing Bar. Doch am nächsten Tag fragte die Mama: Kind, warum warst du erst heute Morgen da? Schon war nur der Bossa Nova, was kann ich dafür? Bitte glaube mir, denn wenn einer Bossa Nova tanzen kann, fängt für mich die große Liebe an. Schon war nur der Bossa Nova, der war schuld daran, was im Mond entscheidet. No, no, der Bossa Nova. No, no, der Bossa Nova. Yeah, yeah, der Bossa Nova war schuld daran. James blieb nicht immer klein. Erst bekam sie Jim und dann eine Töchterlein. Und die Tochter fragt heute die Mama: Seit wann habt ihr euch gern, du und Papa? Schon war nur der Bossa Nova, der lag nicht dafür. Bitte glaube mir, denn wenn einer Bossa Nova tanzen kann, fängt für mich die große Liebe an. Schon war nur der Bossa Nova, wer war schuld daran, was im Mondenschein? No, no, der Bossa Nova, was der Wein? No, no, der Bossa Nova, kann es nur sein? Yeah, yeah, der Bossa Nova war schuld daran. Tschüss, sag Mendel, bis die Tage, tschüss. Was der Mond entscheidet, no, no, der Bossa Nova, no, no, der Bossa Nova, yeah, yeah, der Bossa Nova, war schon daran. Die Damen bringen die Herren zurück an die Decke.
was der Mondenschein. No, no, der Bossa Nova. Oder was der Wein. No, no, der Bossa Nova. Kann es möglich sein? Yeah, yeah, der Bossa Nova. Was schon daran? FC vor, noch Andor. Was der Mondenschein. No, no, der Bossa Nova. Oder was der Wein. Yeah, yeah, der Bossa Nova. Tschüss, raus, nach Hause. Mittlerweile sehr eingefahren und die haben mittlerweile auch die Schwächen von den ersten Konzerten abgelegt. Also weil die Band ist einfach sehr, sehr frisch zusammengestellt worden für diese Tour. Und da ging am Anfang einiges Holter die Polter, aber das hat sich mittlerweile richtig gut eingespielt. Also es ist eine tolle Band. Der Mann, wenn er bei Stimme ist, ist auch nicht zu übertreffen. Also ist schon prima. Und müsst ihr eigentlich auch ein Künstler sein, der dir liegt, weil eben nicht so viel Show drumherum ist. Ja. Jetzt will ich aber nicht über Joe Cocker reden, sondern ein bisschen mehr über euch oder vielleicht doch nochmal zu Joe Cocker. Denn man hat ja immer so das Gefühl, wenn hier so ein Festival stattfindet, dann kennen sich alle oder man lernt sich kennen und es ist alles so ein bisschen wie eine große Familie. Nun sind die amerikanischen Acts in einem abgedrängten Bereich und man hat gar nicht das Gefühl, dass da irgendein Kontakt entsteht. Warum habt ihr Joe Cocker in New York besucht? Diese Geschichte mit den abgetrennten Bereichen, das ist also maßgeblich eine Sache, die von den Managements ausgeht. Management von der Susan Vega und vom Joe Cocker. Weiß der Geier, irgendwie, da sind immer Leute mit auf Tour, die müssen irgendwie so eine Existenzberechtigung wahrscheinlich unter Beweis stellen und dann irgendwas erfinden, was noch kompliziert werden könnte. Und dann ist das sehr naheliegend. Aha, das ist also zu viel los im Backstage-Bereich, also wir wollen einen eigenen Backstage-Bereich. Also es war nach dem ersten Konzert in Neuss, wo also richtig Ruhe war eigentlich hinten. Da kam dann direkt die Ansage, jetzt aber bitte getrennt. Wir fanden das ein bisschen doof. Ich kann es verstehen, ich kann es wirklich verstehen. Also jemand wie der Joe Cocker, wenn der nachmittags in einem nicht abgetrennten Backstage-Bereich rumrennt, kriegt er keine ruhige Sekunde. Also ich habe mal mit Boris Becker zusammen ein Fußballspiel gesehen. Ich konnte wirklich verstehen, dass der ausgerastet ist wegen Fotografen und wegen Leuten, die ihn belätschern kommen. Und dem Joe Cocker würde es ähnlicher gehen, das kann ich schon verstehen. Aber in Kontakt kommen wir schon. Also es gibt ja noch andere Gelegenheiten als hier vor dem Festival rum und die Band, sowohl die Susan Vega Band als auch Cocker Band, die waren alle hier in dem Bereich und die anderen Acts hier, Julian Lennon, Escape Club und so, die waren auch alle hier. Hier ging es auch heute Nachmittag richtig locker zu. Ja, ich habe schon gesehen, da haben einige noch ein bisschen weiter gespielt, obwohl sie von der Bühne unten waren. Ja, klar. Ja, die Stimmung hier hinten ist... Die Stimmung ist optimal, das kann nicht besser sein. Also ich kann es verstehen, wenn der Joe Cocker lieber vorher ein bisschen halblang war. Jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr auf eure Tour eingehen. Sie ist ja jetzt fast zu Ende, es ist fast geschafft. Ja? Ihr habt im letzten Jahr, also von Oktober bis Dezember, ich glaube 57 Konzerte gespielt und jetzt auch wieder einige Open Airs. Also ich frage mich, wie schafft man das überhaupt immer noch mit Lust, mit Laune, mit Stimmung auf die Bühne zu gehen, ohne also da irgendwann einen Durchhänger zu haben? Ich kann es mir fast nicht vorstellen, wie das gelingt. Also wir machen es ja gerne. Es ist ja nicht so, als wenn wir jetzt einen Job hätten, wo wir hin müssen oder so. Wir sind in erster Linie eine Liveband und damit wir spielen können, Gott sei Dank müssen wir Platten machen und Gott sei Dank kaufen die auch viele Leute. Eigentlich ist das Live-Spielen das Wesentliche bei uns. Und es ist auch nicht so, dass wir keine Durchhänge haben. Wir haben die auch schon mal. Also wir haben auch Konzerte, wo wir nachher von der Bühne gehen und gucken uns an und wissen genau, über dieses Konzert reden wir jetzt nicht mehr. Oder wir reden sehr intensiv über dieses Konzert. Es kommt immer wieder vor, es kommt Gott sei Dank selten vor, aber es kommt vor. Bei diesen Festivals hier ist es auch schon vorgekommen, dass wir von der Bühne gegangen sind und haben gesagt, wir haben dann dieses Wort Arbeitssieg, aber dafür wie beim Fußball. Du bist, Wolfgang, inzwischen 37 und ich, ja, früher wurde ja immer 38. Gut, früher wurde ja immer die Devise ausgegeben, dass man in der Rockmusik ganz jung sein muss und die Zuschauer sind auch nur jung. Und dann sieht man so einen Mann wie Joe Cocker auf der Bühne und ihr seid ja auch alle schon über 30. Was
fällt dir zum Thema Älterwerden in deinem Gewerbe, in deinem Metier ein? Da fällt mir ein, dass es eigentlich komisch ist, dass es das Thema überhaupt gibt. Denn wenn man mal ganz einfach so sich überlegt, wie werden jetzt alte Menschen in unserem Alltag ständig diskriminiert? Wie ist dieses blödsinnige Vorurteil, jung sein müssen? Die ganze Werbung, alles kommt daher mit jung sein müssen. Ich denke mir als kritischer Mensch, als logisch denkender Mensch, müsste man eigentlich dahinter kommen, dass das überflüssig ist. Das zum einen und dann zum anderen in der Rockmusik. Gerade in der Rockmusik ist diese Generation von Musikern, wenn wir mal jetzt gerade da, wo unsere Wurzeln liegen, Beatles, Stones, Kings, Who. Also ich würde jederzeit zu einer dieser Bands, wenn die irgendwo spielen würden, hingehen. Und das interessiert mich, ich mag das, was die machen. Da steckt in den meisten Fällen eine ungeheure Kraft hinter, eine Integrität. Wenn ein Mann wie Keith Richards eine Solo-LP macht, gut, da ist auch Müll drauf, aber da ist so viel an Erfahrung beim Cocker, ist auch so viel von Erfahrung drauf. Ich gucke mir auch gerne frische, junge Bands an, das ist überhaupt nicht die Frage, aber man sollte also gerade in dem Metier langsam mal kapieren, dass das überflüssig ist mit dem Jungsein müssen. Ich glaube, das ist ja auch eine Entwicklung, die sich abzeichnet, dass eben auch ältere Acts unglaublich erfolgreich wieder sind oder es einfach durchgängig sind. Ich will dich aber jetzt nicht länger stören, du willst ja sicher auch deinen Kamillentee in Ruhe fertig trinken, denn demnächst wirst du ja wieder singen müssen oder wollen oder dürfen. Ja, genau, wir freuen uns auf jeden Fall alle. Und dieses Jahr gab es ja für Bab auch ein Jubiläum, ein 10-jähriges Plattenjubiläum, und wir haben mal zusammengestellt, was da so war in den 10 Jahren, und ich denke, das sollten sich die Zuschauer jetzt mal ansehen. Ich bin gespannt. Ausverkaufte Konzerte, begeisterte Zuschauer, Texte in Kölner Mundart, eingängige Rockmusik und ein charismatischer Sänger. Das ist Bab. Köln, Uniwiesen am 10. Juni 1989. 30.000 Fans feiern das Fest. 10 Jahre Bab, 10 Jahre, in denen die Gruppe die deutsche Rockszene veränderte, in denen sich aber auch Bab verändert hat. Unglaubliche 4 Stunden rockte Bab in Köln und überraschte das Publikum mit zahlreichen Gastauftritten deutscher Rockprominenz. Von denen gab es auch ein Geburtstagsständchen. Happy Birthday, dear Bob. Happy Birthday to you. Und freundliche Worte. War das etwa nur eine Pflichtübung? Die Babs und wir sind lange schon sehr gut befreundet. Ich würde mal sagen, es ist irgendwie so eine Art verwandtschaftliche Beziehung. Und zwar im Hinblick auch auf Haltung in den Texten. Ne? Wir mögen nicht nur die Musik, die Babs macht, sondern auch die Texte, auch politische Angelegenheiten, die darüber kommen. Und eine Band, die da auch sehr konsequent ist, jetzt über so einen langen Zeitraum. Deswegen sind wir nicht aus Pflicht, sondern aus Fan- oder Verwandtschaftsgründen hier. Wenn es eine Pflichtübung wäre, dann ist es eine verdammt schöne, weil es sehr viel Spaß macht, wenn bei einigermaßen gutem Wetter und so vielen Leuten, Zuschauern, die gut drauf sind, zuhören. Aber bei mir ist es noch etwas anders, weil ich hier sehr lange Kontakt in Köln habe und die Kollegen von Bab, der Wolfgang hat zum Beispiel sehr früh, als ich noch nicht so bekannt war, zum Beispiel einen Text von Bob Dylan übersetzt, für mich, den ich auf einer Platte gesungen habe. Der Major hat mal ein Solo gespielt, früher auf einer Platte. Also von daher bestehen für mich da schon ganz konkrete Beziehungen, und ich freue mich, dass sie so lange dabei geblieben sind und wünsche ihnen vor allen Dingen, dass er noch mal 10 Jahre braucht. Also das alte Märchen, dass Konkurrenz besteht zwischen den Musikern, die in Deutschland Erfolg haben, stimmt nicht. Ah, natürlich gibt es Konkurrenz. Also ich finde auch nicht alle Songs von Bab gut und auch nicht alle Songs von anderen Kollegen. So sicherlich sie auch von mir. Aber darüber hinaus muss man ja auch mal über den Tellerrand hinaus gucken, und so ein paar Sachen finde ich auch verdammt gut. Also. Du, unsere Freunde von Bab haben uns eingeladen, haben gefragt, ob wir vorbeikommen, ein bisschen was zusammen machen. Das ist gar keine Frage. Ist ja eigentlich nur ein kleiner Kreis deutscher Gruppen. Und wir auf der internationalen Seite, Bab auf der nationalen Seite hier. Und wenn dann sowas ist, dann kommen wir natürlich gerne und machen was zusammen.
Keine Frage. Also es ist auf keinen Fall eine Pflichtübung, sondern es macht auch Spaß. Keine Pflichtübung, ist eine Sache, macht einfach Spaß, hier so ein Fest zu feiern. Wir sind auch 10 Jahre zusammen jetzt, die Jungs. Und Scorpions gibt es ja auch schon eine ganze Zeit. Und ich hoffe, wenn wir unser nächstes Fest machen, dann kommen die Jungs vom BAP und die anderen auch vorbei und dann machen wir auch eine super Party in Hannover. Kein Wunder also, dass die Kölner Rockgruppe bei so viel Lob von der Prominenz vorm Auftritt etwas nervöser war als sonst. Das war deswegen, weil, ist ja klar, wenn wir 10 Jahre so ein Jubiläum feiern, dann sind auch Leute da, die man mindestens seit 10 Jahren kennt, also auch im Backstage-Bereich. Und was da abging da hinten, dieses Gewusel, also ich bin extra erst 1/2 Stunde vorm Auftritt gekommen, weil ich unter anderem auch wusste, dass ich für mindestens ich glaub, 4 Kamerateams liefen rum, dass ich für alle reif war, die ganze Zeit, alle hingen mir auf der Pelle. Mir noch am meisten von der Band, aber allen anderen hingen die auch auf der Pelle, ihr auch. Und das ist nicht sehr zum Relaxen, also da bist du froh, wenn du auf der Bühne bist. Original, da ist auf der Bühne, der Job, den du auf der Bühne machst, das ist der angenehmste Teil des Abends, weil da kannst du auch richtig entspannen, da kommst du dann wieder rein und da hast du was von dem Abend. Aber dieses vorher rumrennen, jeder erwartet ja auch von einem, dass, ach, wie toll, dass du auch hier bist und jetzt müssen wir mal gerade einen drauf trinken, jetzt müssen wir mal da erzählen, weißt du noch damals und weißt du, Geier, das ist schon sehr anstrengend. Dich Katharina, nenn ich Kapstadt. Angefangen hatte alles im November 1979. Da stellte BAP nämlich ihre erste Langspielplatte BAP rockt andere Kölsch Lieder im Kölner Stollwerk, einer ehemaligen Schokoladenfabrik, vor. Felsenfest, stark, ob eine Föß. Kannst du noch mal erzählen, weil das auch immer so eine Sache ist, die junge Musiker interessiert, wie es denn überhaupt zur ersten Platte kam? BAP rockt andere Kölsche Lieder. Wie kam es dazu? Das kam, wie vieles bei uns, das glaubt ja, das kann man ja eigentlich gar nicht mehr so glauben, aber es ist halt so. Vieles kam bei uns einfach durch Zufälle. Unter anderem auch dieses Angebot, diese Platte aufzunehmen. Da hatten mich welche bei so einem Solo-Auftritt gesehen und meinten, da könnten wir da mal eine Platte machen von. Ich hatte da im Vorprogramm der Schmetterlinge gespielt, so eine österreichische Politband. Der Mühlheimer Stadthalle, so hatte ich gespielt, mit akustischer Gitarre und Mundharmonika und so ein Zeug gesungen. Und da habe ich gesagt, ja, ich mache das aber mit einer Band zusammen eigentlich, dann würde ich das gerne mit der Band machen. Da sagten die, okay, hören wir uns mal an. Dann haben wir es mit der Band aufgenommen. Und diese Platte verkaufte sich dann innerhalb vom ersten Jahr besser, als es voraussetzt, als es zu erwarten gewesen war. Also die Produktionskosten wurden eingespielt, sagt man so schön. Ja, und dann haben wir die zweite gemacht und dann fingen wir an, im eigenen Sud zu schmoren, weil wir konnten nur im Kölner Gebiet spielen, weil der Vertrieb dieser Plattenfirma war so miserabel. Das ging einfach, wenn wir irgendwo außerhalb des kölschen Sprachgebiets spielten, da waren die Platten nicht da. Wir mussten Geld dazu tun, um überhaupt da spielen zu können. Ja, dann haben wir schweren Herzens die Plattenfirma gewechselt. Damit ging es dann überregional weiter. Volksplastik. 1980 erschien dann mit 2 neuen Musikern, dem Gitarristen Klaus Major Häuser und dem Bassisten Steve Borg, die zweite BAP-Langspielplatte Affjetaut. Der große Erfolg, der kam aber erst 1981 mit dem legendären Album Für Us zu Schnicke. Die Mischung aus gefühlvollen Songs und geradlinigem Rock kam auch beim Publikum außerhalb von Köln gut an. Besonders die Ballade vom Stadtstreicher Jupp. Sie wurde zur ersten BAP-Hymne. Und Programm steht Weltreis, wie jeden Tag verzählte, bei dem wo passiert ist. Hand. 1981 spielte BAP auch ihre erste bundesweit organisierte Tournee. Die Band trat als Vorgruppe der Rolling Stones im Müngersdorfer Stadion auf und rockte am 10. Juni 1982 vor 300.000 Demonstranten gegen den NATO-Gipfel auf den Bonner Rheinwiesen. Der bundesweite Durchbruch von BAP fällt also zusammen mit der Hochzeit der Neuen Deutschen Welle. Hat sie BAP geholfen?
Es hat geholfen und geschadet. Das ist auf verschiedenen, sind verschiedene Gebiete. Es hat geholfen in der Beziehung, dass die Aufnahmebereitschaft für deutsche Texte größer war. Es hat geschadet, insofern, dass eben ungeheuer viel Müll gesigned wurde von den Plattenfirmen. Jeder Blödmann, der einen deutschen Text schrieb und irgendwie halbwegs eine Gitarre halten konnte, kriegt einen Plattenvertrag, weil die Plattenfirmen wollten alle von dem großen Kuchen was abhaben. Und damit hat dieser Müll den Ruf der deutschsprachigen Musik sehr schnell verdorben. Und dann ging es bergab und dann sind einige Bands, die es wert gewesen wären, längerfristig Plattenverträge zu haben, mit dem Teich runtergegangen. Das ist sehr, sehr schade. Wir sind ja, wir haben nie zur neuen deutschen Welle gehört, das war eindeutig. Also so wie wir auf der Bühne standen und immer noch stehen, die neue deutsche Welle verbinde ich immer mit einem gewissen Styling, mit irgendwie, man überlegt sich, Gott weiß was, und stellt sich auf die Bühne und macht da irgendwie so einen ausgefeierten Act hin. Also bei uns wurde sehr lange, was Schlüsse von Stücken betrifft, ja, immer auch dieses Motto ausgegeben, irgendwann wird das Zeichen gegeben zum nacheinander aufhören oder was einer sich anzieht auf der Bühne, das ist bitte seine Privatsache und wie viel er sich auf der Bühne bewegt auch. Das war bei diesen ganzen Neudeutsche Welle-Acts also einfach nie angesagt. Die standen da alle in ihrem Tigerhöschen oder in ihrem Neonhemdchen irgendwie und das musste irgendwie so und so gewackelt werden. Das war bei uns nicht. Dann war dir logisch, denn dann nenn ich Ende August 1982 eroberte sich Bab mit dem Album Für Ustzeschnigge den ersten Platz in der bundesdeutschen LP-Bestsellerliste. Doch schon zwei Wochen später war sie den Spitzenplatz wieder los. Die Firma Bab hatte sich selbst Konkurrenz gemacht. Denn ganz oben thronte nun die Platte Von drinnen noch Drusse, von der sich in der Rekordzeit von 4 Wochen 400.000 Stück verkauften. Er wird wach, rief die Ohren und sieht in einem Bild zwischen. Auf dieser Platte war auch der Titel Kristallnacht, in dem Wolfgang Niedecken dem Hörer eindrucksvoll vor Augen führt, dass durchaus Zusammenhänge zwischen beispielsweise latenter Ausländerfeindlichkeit und den Gräueltaten des Naziregimes zu sehen sind. In der Ruhe vom Sturm alles da. Ganz klammheimlich verlöst wer die Stadt. Und Ration inkognito hasten vorbei. Offiziell sind die Nietzsche dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali und grenzenlos geil. Noch Vergeltung und zittert verneid. In der Kristallnacht. Drohende Summgeräusch am Anfang. Sowas kommt dann vom Effendi. Dass das Ding mittendrin nach der dritten Strophe loszimmert, das muss sein, sonst würde das kein Schwein 6 Strophen lang durchhalten, zuzuhören. Es wird eine richtige Rocknummer und es pulsiert auch richtig. Wenn man sich von vornherein überlegen würde, was macht man denn zu Kristallnacht für eine Musik, dann wird das wahrscheinlich was ganz Verhaltenes, Dunkles, so Marke Peter Gabriel auf der zweiten EP, so oh, 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 oh. Aber das muss losgehen, das muss am Schluss richtig, auch die Angst, die muss auch da rauskommen, da muss auch die Möglichkeit sein zu einem Angstschrei und nicht nur dieses Angst haben und weglaufen wollen und schnell machen, dass man in Ruhe gelassen wird. Das ist schon sehr gut, damit mit so jemandem zusammenzuarbeiten wie dem Major, der hat das sehr gut raus. Ich hatte mir gedacht, dass dieses Stück nicht nur bedrohlich sein soll, sondern auch eine Art von unserer eigenen Aggression gegen solche Zustände oder gegen diese Bedrohung oder sonst was, das muss man auch irgendwie ausdrücken. Und da wir nun mal Rockmusik machen, ist es irgendwie klar, dass man auch Rockmusik auch eine bestimmte Aggression ausdrückt, indem man halt ziemlich laut wird oder ziemlich viel hackt. Und das ist mir, in dem Stück habe ich halt so gesteigert, bis es halt in sehr chaotischen Gitarrensolo irgendwann aufhört. Doch die Angst war da, was ist stört. In dem Schwurschen wird sich die Höhe. Für die schwule Verbrecher sind Ausländer aus, als im Wohnen werden sie verführt. Und dann rettet kein Kavallerie, geht der Zorro, kümmert sich drum an. Der bis höchstende Zelle in der Stieb und wird lallend verlässig gedöbt. Na und? Kristallnacht.
Cristana. In der Kirche mit der Franz-Kopf-Gaue, ohne Zeh, mit schlechtem Ohr, ließ mir Blinden im Taub, Schwurbelpeter für Hinger dreifach vor der Tür. Und der Wächter mit dem Schlüsselbund hält die Gemäns verjährt wie ein Genie, weil er Auswehe pulverisiert und von Gölbje in Klaustrophobie. In der Kristana. Mit Metal, die schon perfekt auf der Lynchmann wird jüngst irisch. Und zum Laden noch richtig verzeugt. Die Galeer stand längst immer dann wie dem Haaren am Sklaven die Wart. Ob der Schrott aus der Mondreiche kam, muss der Kristana. Also der Text schon von vornherein war für mich sehr interessant. Also das ist mein Maßstab, ist immer die Gänsehaut, die ich bekomme. Wenn ich so einen Text lese von Wolfgang, und den hatte ich schon nur beim Lesen schon. Und ist auf jeden Fall ein Zeichen für Intensität erstmal. Und da habe ich auch gerne daran gearbeitet. 1982 war es. Hatten uns zurückgezogen auf einen stillgelegten Bahnhof in der Eifel. Und haben darin gemeinsam dieses Stück Kristana entwickelt. Damals war es halt eben so die Situation der Türken in Köln hier, wo man ganz stark merkte, die sind nicht gerne gesehen. Aber ich glaube, es ging Wolfgang maßgeblich um den Egoismus eines Menschen, den man doch irgendwie immer sehr gut beobachten muss, um nicht eben über Leichen zu gehen. Bei Kristallnacht war es der Fall, dass erst der Text da war. Und ich habe halt nur versucht, irgendwie so meine Gefühle, die ich so beim ersten Durchlesen von dem Text hatte, so musikalisch so zu verarbeiten. Ich mache das normalerweise so, dass wenn ich einen Text von Wolfgang kriege, den mir nur einmal durchlese und dann halt darauf warte, was mir da hängen geblieben ist oder welches Gefühl mir da hängen geblieben ist. Und bei Kristallnacht war es halt dieser Satz, was dann auch eigentlich der Refrain geworden ist, so es riecht nach Kristallnacht, weil das waren so diese... Allein der Satz, finde ich, der wirkt irgendwie, wenn man sich darüber Gedanken macht, schon so ein bisschen bedrohlich oder hat auch irgendwie eine bestimmte Art von Gefahr schon drin. Man überlegt halt unheimlich viel weiter. 1983 gab es dann Bab endlich auch live auf Platte. Als Titel für dieses Live-Doppelalbum wählte die Band genau den Ausruf, mit dem Wolfgang Niedecken jedes Bab-Live-Konzert beendet. Bis demnächst. Bereits ein Jahr später, also 1984, folgte dann das Album Zwischen Salz, Gebäck und Bier. Die Lieder dieser Platte erzählen einfühlsam von den Träumen und Wünschen der kleinen Leute, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Die LP enthält aber auch den Titel Deshalb spielen wir hier. Er war mit dafür verantwortlich, dass die bereits ausverkaufte Bab-DDR-Tournee im Februar 1984 platzte. Doch Bab wurde prompt entschädigt. 1984 kamen 500.000 Zuschauer, um die Kölner Band auf ihrer bislang größten Tour zu sehen. Gebete an Dämonen, Götter, anscheinend interessiert die nicht. Dass unsere Abendbrotkulisse auf Karten, die neu gemischt. Wir werfen uns nur um Warten, dass weder Zahlen noch Kohle kommt. Damit auch diesmal keiner. Band für Afrika. So hieß 1985 der Beitrag deutscher Rockmusiker zur Linderung der Hungerkatastrophe in Afrika. Auch Bab war an diesem Projekt beteiligt. Wolfgang Niedecken schrieb den Text zu Nackt im Wind. Auch 1986 reißt die Erfolgsserie der Kölner Rockband nicht ab. Allmänner, Allglatt, Babs siebte LP verkauft sich ebenfalls wieder hervorragend. Doch nach innen scheint nicht mehr alles zum Besten bestellt zu sein. Drummer Jan Dix verließ drei Wochen vor Tourbeginn die Band. Und als hätten es die Babs vorher schon geahnt, gab es auf der LP den Titel Bunte Trümmer. Hallo für einen Moment. Ja, für
Mit neuem Drummer trat Bab dann zunächst noch einmal engagiert wie immer im Juli 1986 in Burg Lengenfeld beim Festival gegen den Bau der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf auf. Eine der meistgestellten Fragen war, was wir denn nun jetzt eigentlich machen, wenn es tatsächlich irgendwie zu Gewalt kommt, zu Gewaltausschreitungen. Wir haben immer gesagt, wir wissen natürlich nicht genau, was wir machen. Wir müssen darauf vertrauen, dass die Leute, die im Publikum stehen, halt mithelfen, dass falls jemand weiß, dass irgendjemand etwas vorhat, dass er ihn davon überzeugt, dass es Quatsch ist, dass es totaler Schwachsinn ist, dass wir damit nur etwas tun würden, worauf die bayerische Landesregierung und die ganzen Wendepolitiker nur warten. Wie beurteilt Wolfgang Niedecken angesichts der neuesten Entwicklungen in Wackersdorf heute das Engagement der Gruppe bei diesem Festival? Wir müssen uns ja nicht einbilden, wir hätten dieses Wackersdorf da, diese Aufbereitungsanlage verhindert. Dieses Ding wird deswegen nicht gebaut, weil da irgendwie ökonomische Interessen hinterstehen, die das überflüssig machen. Also das hat der Protest hat da gar nichts genutzt. Ich meine, gut, vielleicht hat sich dann jemand gesagt, das kommt jetzt auch nicht schlecht, wenn wir die mal gewinnen lassen. Aber letztendlich, ob das Ding in La Hague die Strahlung abgibt oder in Wackersdorf, wenn wir in den Zirkel ansetzen, ist La Hague nicht furchtbar viel weiter als Wackersdorf. Es ist einfach diese Kernenergie, ist mittlerweile erkannter Gefahrenherd. Und das Ding muss verhindert werden. Und daran müssen alle Staatsbürger, ob sie eine Metzgerei betreiben oder eine Bäckerei oder ob sie Schuhe verkaufen oder ob sie Häuser konstruieren als Architekten, was auch immer. Leute, die ein gewisses Verantwortungsbewusstsein haben, müssen ihr Möglichstes tun, dass unsere Umwelt noch ein bisschen erhalten bleibt. Denn wir sind nicht die letzte Generation, hoffentlich, die hier leben muss. Anfang 1987 geschah dann genau das, worin viele das Ende der Gruppe Bab gekommen sahen. Wolfgang Niedecken legte seine Solo-LP Schlagzeiten vor. John Lennon warten am Klavierdeck, ein lauer Sommer nach dem Magdeburg. Wo die B1 und Autobahnbrücke ist und die Transitstrecke kommen. Eingespielt wurde sie mit den Komplizen einer improvisierten Wunschband von Wolfgang Niedecken, zu der auch Ex-Bab-Drummer Jan Dix und Bab-Perkussionist Manfred Böker gehörte. Obwohl es zu dieser Zeit noch keiner so recht glauben wollte, die Firma Bab machte tatsächlich nur nach 6 gemeinsamen Jahren und 7 Erfolgsalben getrennten Urlaub. Dass ich eine Solo-LP gemacht habe, hat mit ganz anderen Sachen zu tun. Also so Dinge wie Krach, natürlich gibt es überall mal Krach, aber der Krach, der bei uns war, der ist absolut Schnee vom Vorjahr. Wir haben nach der Produktion der letzten LP eine wunderschöne Tournee zusammen gemacht und im Laufe der Tournee wurde eigentlich allen klar, dass man, also eigentlich allen klar, außer mir, dass man eine längere Pause machen sollte. So eine Art kreative Pause, wo auch mal ein paar Sachen verwirklicht werden konnten, wie die einzeln wollten. Und als die Pause feststand, habe ich gesagt, dann fange ich mal in meinen Texten an rumzufühlen, die ich noch rumliegen habe und guck mal, was da noch an Sachen bei ist, die mir heute noch so gefallen, dass ich sie verwirklichen möchte mit meiner Band. Auch in der Barpause war Wolfgang Niedecken politisch aktiv. Zusammen mit den Komplizen reiste er im Juli nach Nicaragua. Gitarrist Klaus Häuser schnupperte währenddessen mit dem ehemaligen Bab-Produzenten Mack amerikanische Studioluft. Im September 1987 gab es dann schon mal eine kurze Wiedervereinigung beim St. Wendel Open Air Festival, wo auch der neue Bab-Schlagzeuger Jürgen Zöller mit von der Partie war. Zur Band zusammengewachsen ist Bab dann aber erst wieder im Oktober 1987 während der sehr erfolgreichen China-Tour. Die neuen Eindrücke während dieser Tour machten Lust auf weitere gemeinsame Unternehmungen. Das Ergebnis war die im Sommer 1988 erschienene LP Da Capo. Und damit die Band dann auch gleich wieder in den richtigen Trott fand, ging Bab im Oktober 1988 mit dem neuen Material auf große Deutschland-Tournee. Für die Bab-Fans bedeutete das ganz sicher zunächst einmal Happy End. Und für Wolfgang Niedecken? Das bedeutet die Möglichkeit, jetzt seit mindestens 10 Jahren von dem zu leben, was ich richtig gerne mache. Wo ich also nicht irgendeinem Job nachgehen muss, um mir die Kohle zu beschaffen, dass ich das machen kann, sondern ich kann davon leben. Das ist einfach immer mein Traum gewesen. Schwarz, weil den anderen noch nicht versteht. Geht auf der Linie und später besiegt. Doch
Der Wolfgang und ich haben uns das Porträt ein bisschen angesehen, gehört haben wir leider nicht. Wir haben hier nur einen Monitor ohne Ton stehen, aber da ist dann so eine leichte Heiterkeit entstanden bei den ganz frühen Bildern. Wolfgang, jetzt gab es ja während dieser Tour auch noch so einen, ja sagen wir mal, Ost-West-Kulturaustausch mit BAP. Das heißt, ihr habt in Moskau und in Wolgograd Konzerte gespielt. Wie kam es dazu? Ja, das ist ein bisschen lang, das zu erzählen. So viel Zeit haben wir wahrscheinlich nicht. Make a long story short. Es war ein Kunstsammler mit einer Delegation unterwegs in der UdSSR und der nahm als Gastgeschenke diese Platte, diese Schlagzeiten-LP mit. Und ausgerechnet dieses Bild, was auf der Schlagzeiten-LP vorne drauf ist, das gehört ihm. Und dann wurde er gefragt, was das denn wäre, Rockmusik und Kunst, was dann irgendwie da los wäre. Ja, das wäre irgendwie der Sänger von der Kölner Band BAP. Und dann waren die interessiert und wollten irgendwie da mal was hören von mir. Und dann wiederum war eine Delegation aus der UdSSR hier, die guckte sich Museumsneubauten an, landete in der Galerie, wo ich in der Regel ausstelle. Und da wurde der Kontakt dann geschlossen und die guckten sich dann auch einige alte Videos von uns an, zum Beispiel so Rockballast Live und sowas. Und meinten dann, das wäre doch toll, wenn das mal in der UdSSR Ausstellung und Rockerei passieren könnte. Es lief das aber organisatorisch alles etwas aus dem Ruder, auch wie wir denn da waren. Gott sei Dank haben wir nicht Ausstellung und Konzerttour gemacht, das wäre too much gewesen. Wir haben dann gespielt und jeden Tag neu dazugelernt. Wir haben es dann mit Humor alles ertragen. Wir sind von einer merkwürdigen Situation in die nächste. Was gab es denn für Probleme? Ja, das Kardinalproblem war einfach, dass in der UdSSR jetzt seitdem die Perestroika Wirkung zeigt, also seit 87, auch immer mehr westliche Acts dahin kommen. Und man ist also lange von dem Trip weg. Alles, was aus dem Westen kommt, muss man jetzt unbesehen hinnehmen. Die Leute lassen erstmal zwei, drei hingehen und vertrauen dann auf Mundpropaganda. Ist das was oder ist das nichts? Und gehen dann erst hin, wenn die anderen sagen, das war was. Das heißt, wir mussten uns von Konzert zu Konzert das Publikum erspielen. Haben in Moskau gespielt und beim ersten Konzert war das nur halb voll, beim letzten war es dann voll. Also man genau andersrum. Man denkt ja eigentlich, erst ist es voll und dann, naja gut, die keine Karten gekriegt haben, kommen dann zum zweiten und vielleicht schon ein paar zum dritten. Es ging genau andersrum. Und in Wolgograd ähnlich. Und was war das für eine Erfahrung für euch? Denn ihr seid ja eigentlich ziemlich verwöhnt, was so Publikumsinteresse anbelangt. Und dann wird man doch wieder ganz schön zurückgeholt und auch an Anfangstage erinnert. Das ist gut für eine Band, wenn man diese Fighter-Qualitäten nochmal unter Beweis stellen muss, wenn man also auf die Bühne geht und weiß, die kennen dich nicht. Und du musst jetzt irgendwie zeigen, was du drauf hast, musst jetzt einen hermachen und das Publikum rüberreißen. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Jetzt kann ich mir denken, was glaubst du, gibt es demnächst in absehbarer Zeit mal eine Tournee in der DDR? Ganz kurz. Ich hoffe schon. Also die Verhandlungen sind momentan wieder mal ganz gut im Gange. Wir kriegen auch richtig Rückendeckung von der westdeutschen Prominenz. Aber was daraus wird, kann ich nicht sagen. Das ist die Entscheidung, liegt bei den Leuten in der DDR, also bei den Oberen, bei den Leuten aus dem Kultusministerium, die da zu sagen haben. Die Leute, die die Konzerte veranstalten, wollen uns die ganze Zeit, also von unserem Lapsus, den wir uns da erlaubt haben, 84 an, sind da immer noch Drähte gewesen. Und da wurde auch immer wieder drüber geredet. Und es war auch schon öfters ganz nah dran. Aber ihr werdet euch natürlich nicht in euer Programm reinreden lassen. Aber wir werden jetzt mal uns anschauen, was in Moskau war. Wir haben nämlich ein kleines Team losgeschickt und die haben gedreht. Auf dem Roten Platz in Moskau hat sie kaum einer erkannt. Wie viele Touristen posierten sie dort für die Werbung und fürs Familienalbum? Die Künstler der Kölner Gruppe BAP, die wohl bekanntesten Rockmusiker der Bundesrepublik. Wolfgang Niedecken, Texter und Sänger, begreift die Tournee seiner Gruppe durchs Land der Lenin-Erben politisch. Junge Menschen in Ost und West müssten Feindbilder abbauen. Rockmusik könne da Hilfestellung leisten. Kaum gefehlt. Beim Eröffnungskonzert im Moskauer Gorki-Park wippten, tanzten und johlten die Fans gemeinsam. Wenn sich auch nicht alle von den Rhythmen mitreißen ließen, für die meisten Moskowiter war BAP ein Großereignis, ebenso wie für die jungen Leute aus der Bundesrepublik und der DDR, die in Moskau studieren. Die Musiker aus Köln gaben je drei Konzerte in Moskau und in Wolgograd. Nicht immer waren alle Karten ausverkauft. Wohl auch, weil die staatliche Agentur Goss-Konzert zu wenig geworben hatte. Das Repertoire der Kölner ähnelte dem, das sie schon in China und in Mosambik erprobt hatten. Songs und Sketche wurden lautstark vorgeführt,
die von Schreibtischtätern handelten, die aussterben, von Lisa, die den Stacheldraht nicht ausstehen kann, und vom Vater, der den Spatzen das Fliegen beibringen möchte. Die deutsche Gruppe gefällt ihr gut. Ausgezeichnet, Begeisterung, alles an der Gruppe gefallen ihr. Die Art und Weise, wie die Deutschen Musik machten, finde er prima. Er könne kein Deutsch, deshalb habe er nichts verstanden. Bab mache interessante Musik, aber die Brigade S aus Moskau stände ihm näher. Die deutschen Texte seien unverständlich. Die Spektakel wurden von der Kölner und der Moskauer Rockgruppe Brigade S gemeinsam bestritten. Wie Bab in der Bundesrepublik ist die Brigade S in der Sowjetunion ein Spitzenensemble. Beide Gruppen haben sich in ihrem Bemühen um politischen Rock offenbar gesucht und gefunden. Showman und Chef der Brigade, Igor Sugatschow, ist zur Verteidigung der Perestroika angetreten. Musik rufe Gefühle hervor. Seine Groteske, davon ist er überzeugt, könne helfen, Missstände in der Sowjetunion zu überwinden. Sugatschow greift Lumpen und Karrieremacher an. Seine Brigade hat Aufwind, erst seitdem Gorbatschow das Sagen hat. Rock war lange als westlich dekadent verpönt. Als sowjetische Rockgruppen vor 10 Jahren aufkamen, wurden sie zunächst nur geduldet, wenn ihre politischen Aussagen konform gingen mit den Parolen der Partei. Das Wochenblatt Moskauer Nachrichten hat die Tournee der beiden Rockgruppen nachhaltig unterstützt. Die Redakteure des Blattes gelten als Transmissionsriemen des politischen Umbaus in der Sowjetunion. Sie wollen Parteichef Gorbatschow Schützenhilfe im Kampf gegen jene Bürokraten geben, die die Entwicklung der Demokratie in der Sowjetunion bremsen. Die Moskauer Nachrichten erscheinen noch immer nur in kleiner Auflage. Sie sind meist in wenigen Stunden vergriffen. So ist der Bürgersteig mit den Schautafeln vor dem Redaktionsgebäude eines der wichtigsten Informationszentren in Moskau. Über die Tournee der Rockgruppen und über deren Anliegen wurde in den Moskauer Nachrichten ausführlich berichtet. Den Rock Politik vermitteln? Rock kann, ja. Rock hat mir das auf jeden Fall vermittelt. Also ohne die Texte der Kings, der Stones von Bob Dylan wäre ich wahrscheinlich, na gut, vielleicht wäre ich anders zum politisch interessierten Menschen geworden, aber für mich war das schon sehr wichtig als Kick irgendwie. Ja. Die Paradenummer der Kölner Gruppe ist die Geschichte von Jupp, der vom Goldrausch erzählt und von einer blonden Fee aus Peking namens Lola. Eine blonde Fee aus Peking, einer namens Lola. Nur von Stalingrad. Was erzählt er nie? Nur von Stalingrad erzählt er nie. Wo liegt denn Stalingrad? In welchem Land? Fragen die Rockmusiker, die damit an das gemeinsame Leid von Deutschen und Sowjetbürgern und an den Wendepunkt 1943 im Zweiten Weltkrieg erinnern wollen. Rock als Wegweiser der Politik oder nur als Merkmal politischer Toleranz, muss man sich fragen. Der Text im Kölner Dialekt, schon in Hamburg, Frankfurt oder München kaum verständlich. In der Sowjetunion geht er in entfesselten Phonstärken eher unter. Denn wer zu diesen Konzerten kommt, der sucht das Musikerlebnis und die Begegnung mit den Rockidolen jenseits der noch immer undurchlässigen Grenzen. Tja. Das war Bab in der Sowjetunion. Jetzt ist Bab hier in St. Wendel live auf der Bühne. Viel muss ich eigentlich nicht sagen, denn es ist immer wieder eine Freude, die Jungs auf der Bühne zu erleben. Ich kann auch nicht genau sagen, wie lange sie spielen. Es geht jetzt los. Viel Spaß!